Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Borderlands 3 mit dem Ralf. Von der letzten Folge haben wir uns hier, ja, quasi durch die Lüftungsschächte reingeschlichen und sind auch, oder sagen wir mal, wir sind auf dem Mond, um, wie heißt die, Moment, wenn ich es richtig ausspreche, wir sind auf dem, oder einem der Asteroiden rund um Promethea, auf dem eine Basis gebaut ist, die einen Todeslaser hat. Eigentlich ist dieser Laser dafür da, um die Mineralien der umliegenden Asteroiden abzubauen. Aber Malivan nutzt das halt als Todeslaser. Bin ich scheiße? Bin ich nicht gut? Dann müssen wir was dagegen tun. Das tun wir auch. Die Frage, wo geht's hier jetzt weiter? Darunter springen ist nicht so prickelnd. Müssen wir hier irgendwie weiter? Aber wie, wo, weshalb, warum? Kann ich mich hier festhalten? Ah. Oder? So rum. So wird ein Schuh draus. So. Sind wir hier. Fanatiker. Hey, Kinder der Kammer, bringt mir den Kopf des Kammerjägers. Ich höhle ihn aus und mach mir eine Tasse draus für meine Party auf der Zanara. Bringt mich nicht ins Schwitzen. Ruhe im Karton. Du musst schon was anbieten, was meine Familie will, Katagawa. Tötet den Kammerdieb und ihr verdient euch einen Platz neben mir, wenn wir die große Kammer öffnen. Und hier? Hier ist halt ein Blind. Ja. Da. Ist das Iridianisch? Oh. Kiste. Naja. Grünes hebe ich gar nicht mehr auf. So, hier oben war noch was? Oder war hier noch was? War es nicht mal eine Waffenkiste?
Unkies. Viel mehr trainieren. Die Macht der Zwillingsgötter. Ein Kampf mit mir? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Oh je. Lass mich da los. So. Oh. Ein Claptrap. Es heißt, es sei gut, Freunde in gehobenen Positionen zu haben. Aber ob das hier damit gemeint ist? Oh, er hatte eine Antenne für meine Freundin. Jetzt kann sich noch jemand außer mir meinen Podcast anhören. Meine Zuhörerschaft hat sich verdoppelt. Matratzenreklame. So, was haben wir hier noch? Okay, nichts wirklich Berauschendes. Oh, Reese, Kumpel. Wo bleibt der Übernahmevertrag? Mal sehen. Worauf soll ich jetzt schießen? Wie wäre es mit deinem Lieblingsfreizeitpark? Nein, nicht Lazy Riverland. Alles, nur nicht das Lazy Riverland. Laser feuert in 3, 2, 1. Keine Sorge, Reese, auf der Sanara gibt es einen schwerelosen Lazy River für die Ewigkeit. Der Eintrittspreis ist Atlas. Ah, wir müssen diesen Laser irgendwie deaktivieren. Okay. Ja. Oh. Hier rüber geht's weiter. Aber hier drüben sehe ich auch was. Oh, und ich habe was Besonderes gesehen. Ein Lok von Tidus, nicht Tidus, Typhus. Nicht auszudenken.
Aktivierungsdüse aus. Das bringt uns etwas Zeit. Die Vernichtung von Lazy Riverland verzeih ich Katagawa nie. Meine Angestellten und ich haben uns immer entspannt. Und jetzt bin ich verspannt. Und ich habe keine Brötchen mehr. Da oben. Komm ich da hoch? Buja! Düst ab, ihr Düsen! Das hat sich in meinem Kopf besser angehört. Dann vergessen wir das. Aber hey, es hat funktioniert! Düsenfehlfunktion in Sektor 35. Was zur Hölle ist hier los? Ich wollte dem Atlas Hauptquartier gerade einen Iro verpassen. Bringt diese Düsen wieder zum Laufen, sofort! Oh ja! Beseitige die Kultisten und dann weiter. Der Hintereingang der Einrichtung liegt gleich voraus. Immer alles untersuchen. Ja. Kämpfen wir. Double Kill. So, weiter die Map begutachten. Okay, wir kommen dann da rein und dann müssen wir mit dem Aufzug irgendwann da runter. Okay. Dieser Schacht ist unser Eingang. Du musst nur den Hebel zum Entriegeln finden. Ein Schacht zum Runterfallen. Meine Familie hat dich zum Fressen gern. Oh Mist, Vorsicht! Ich hab dich schon wieder vergessen. Das ist die Todesruhe. Das ist alles viel zu einfach. Was für ein Glück! Von einem Poser. Ich bin unbesiegbar. Sicher? Glaube ich nicht. Okay, keine Teilfuss-Nachricht. Oben? Hier gibt's Health. Das was getroppt. Ein neues Schild. Was, Marmelade? Gemeinsam seid ihr stark. Normalerweise.
Okay, ich muss hier wohl höher. Mal hier. Und wieder ein verloren. Sie haben meinen Agenten Glied für Glied auseinandergenommen. Durchsuch ihn. Anscheinend hat mein Agent endlich gesungen. Sieh in dem Spind nach. Vielleicht sind die Infos noch da. Hey, was soll das? Scheiße, Alarm! Neutralisier diesen Mistkerl. Schnapp ihn dir. Ich würde meinen Arsch darauf verwetten, dass das der Schlüssel zum Spind ist. Nach dem Krieg werden die KDK die folgenden Bezirke kontrollieren. Seaport, Mercutio und den Gartenbezirk. Du hast den Atlas-Widerstand unterschätzt. Wir wollen sofort noch 1000 Dropships. 1000? Und eure idiotischen Anhänger sollen sie dann fliegen? Ich bin noch geschockt, dass sie überhaupt ihre Daumen benutzen können. Das ist übrigens auch einer ihrer Lieblingssnacks. Gute Arbeit. Mach weiter. Wo wäre das nächste? Ah, der nächste wäre da unten. Also, dann machen wir mal hier auf. Was? Nichts? Ach, komm schon! Ich hab dich in die verschissene Maliwan-Basis reingebracht. Wo bleibt die Party? Drück einfach die Party-Taste. Q, glaube ich. Passiert nichts. Okay, wir kommen hier runter. Und da geht's dann nochmal runter. Vermutlich ist das rechts hier der Endboss-Fight. Weil da muss man auch wieder runterspringen und es sieht nicht so aus, als ob es da einen Weg zurück gibt. Also bevor wir dahin gehen, müssen wir erstmal alles andere uns zu Brust nehmen. Okay. Ich habe soeben herausgefunden, wie ich Katagawas Laser hacken kann. Der Kontrollraum ist gleich davor. Steck ein Viper-Laufwerk ein. Atlas, hochmodern. Hey, Reese, sind das Killersphären? Oh nein. Ich meine ja. Aufpassen. Initialisiert. Das ist das Ende. Okay. Werden wir uns selber kümmern. Er schießt nur, ich muss das mal erkunden hier. Sieht nicht so aus, als ob hier noch was ist. Okay.
Jetzt sind wir da runtergefallen. Oh! Ein Easter Egg! Ein Companion Cube! Oder ein Companion Würfel? Nichts Vernünftiges. Ach, der hätte sich doch auch festheben können. Okay. Weiter geht's. Hey da, Kammerjäger. Viperlaufwerk. Hochmoderner Schrott. Jetzt stirb bitte! Scheiße! Wenn ich da unten wäre, würde ich diese Tür sowas von hacken. Wie ein cooler Typ. Moment. Ich habe eine Idee. Ich kann eine dieser süßen Sphären übernehmen und dir helfen. Such dir eine für mich aus. Ganz besonders. Wir beide. Maliborn gerannt. Kann den nicht mal hauen. Bevorstehender Tod. 160. Schade, den Companion Cube kann ich nicht mitnehmen. Ach, jetzt doch die hier. Oh, die da ist perfekt. Sie passt zu Reese. Reese! Setz das Viperlaufwerk ein. Mit dem Viperlaufwerk wissen Sie immer, was Ihre Nachbarn über Sie sagen. Atlas, hochmodern. Bin drin. Wow, Anti-Schwerkraftantrieb. Komfortausstattung. Und die Stimme klingt auch gut, oder? Nicht irgendwie verändert? Der Sturmbart! Reiß dich zusammen! Ach, danke! Ich denke, ich krieg das in den Griff! Also für die Akten, das hier ist keine Sonde. Nenn mich bloß nicht Reese Sonde oder so. Nenn mich Reese Sphäre! Wow, nächter Zungenbrecher! Reese Sphäre! Haut! Jetzt habe ich mir auf die Zunge gebissen! Nenn mich Reese Bällchen! Wir müssen den Laser aufhalten und dein Kammerschlüsselfragment besorgen! Für Atlas! Sphärenscan abgeschlossen. Sehr gut. Hier lang geht's zum Kontrollraum. Ach, scheiße. Das ist eine Vergnügungssphäre und keine Killersphäre. Ich habe hier Gleitmittel, Musikprotokolle und atmosphärische Beleuchtung. Du musst dich um diese Truppen kümmern, Kammerjäger. Achtung, treue Maliborn-Mitarbeiter. Jeder, der mir einen toten Kammerjäger bringt, bekommt eine 2-Stunden-Karte für die Sonara. Sie ist gerade im Orbit. Und dort gibt es einen Brunnen mit 25 Nacho-Käsesorten, Massagen mit Skatöl und private Kammern mit unseren Serviceboards. Das alles ganz ohne Fragen. Ja. Wie komme ich da hoch? Einfach nicht würdig, um den Thron einzunehmen. Schick sie ins Grab. Was, wen?
Hinter mir stehen nur die besten Bots. Schade. Der Boss hat nichts gedroppt. Weil alle diese Jagdbosse, die hier so, also vorhin wieder von hier von Zero oder von Hammerlock oder was auch immer, können legendären Loot droppen. Was Blaues. Wo bist du her? Oh, von Jacob haben wir was gekriegt. Okay. Der ist mir jetzt ins Ziel gelaufen. Neun Hutler. Jetzt haben wir hier erstmal einen Claptrap. Irgendwo. Irgendwer hat diesen Klepper als Starthilfe für einen Generator genutzt. Was hat er wohl getan, um so viel Energie zu erzeugen? Eine Bibliothek sämtlicher Dubstep-Songs im ganzen Universum? Aber sie haben mir gesagt, es gäbe nur einen, den Wupp-Wupp-Song. Okay, wie komme ich hier hin? Da hoch. Wie komme ich da hoch? Leiter. Jahrzehnte her, aber ich könnte immer noch kochen vor Wut. Oh, natürlich. Das Depot. Und wo?
Ups. Karte, lass dich mal drehen. Okay. Da links. Okay, der ist gebackt. Und da kommen wir noch nicht weiter. Ja. Okay, da geht's nicht rein. Ich warte hier hinten, falls sie uns flankieren. Hallo. Genau. Krieg hier, du Sau. Ich suche Deckung. Keine Deckung für dich. Geschwister sind geflohen, als ich die Kontrolle übernahm. Ein Familientreffen wäre schön. Natürlich. Familie geht über alles. Okay, nicht schlecht. Aber wir brauchen mehr. Geh zum Datenzentrum. Das sollte ich eigentlich tun, aber... Keine Ausreden. Aber irgendwie ist das ohne Beine eher schwierig. Ja, dann muss ich sie besohlen. Aber bevor ich die Folge beende, möchte ich hier noch die Teilfestruhe aufmachen. Harte Arbeit, fette Belohnung. Ui. Iron Will. Hm.
Dennoch was lasse ich, der kann sich. Ja. Und damit zeige ich an dieser Stelle danke fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, liken, subscriben, der Welt verteilen und wenn ihr es noch nicht schon getan habt, die Notation Bell aktivieren, dass YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt. Sollte euch YouTube nicht benachrichtigen, wenn wo was bei uns abgeht, habt ihr noch den Twitter-Account von Dennis, den ihr mir einen Follow reindrücken könnt und auf alle Feeds-Anzeigen einstellen solltet, dann seid ihr safe, weil ihr dann über Twitter immer mitbekommt, wenn bei uns wo was geht, weil YouTube, trotz dass man dann ein subscribed und ein Like da lässt und die Notation Bell aktiviert, ist es leider kein Garant, dass YouTube immer sagt, ja, wir sagen dir immer, wenn was Neues da ist. Wusst ihr, gibt's was? Warum sonst sollte man da hochkommen? So. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zusehen und in der nächsten Folge machen wir die Server platt und dann gucken wir, was hier so weitergeht. Bis denn dann. Ciao!